Die Queen scheint zwei Gesichter zu haben. Das eine ist, dass immer die Contenance waren, zu Deutsch, immer in der gleichen Stimmung, nie irgendwelche Leidenschaften zeigend. Privat muss sie aber durchaus viel Witz haben, muss natürlich auch immer, wenn es um Pferde geht, sofort leidenschaftlich reagieren. Und ich denke aber, wer so lange im Amt ist wie sie, ne? Also da war selbst ich noch nicht geboren, fast. Also das muss man erst mal hinkriegen. Wer schafft das nur dann, wenn es wirklich also so eine total gleichbleibende Art des Auftrittes ist, wenn es halt königlich ist im besten Sinne. So viele von dieser Art von Königin haben wir halt nicht mehr, ne? Oder Königinnen erst recht nicht. Also insofern, sie ist halt, sie bietet eine Stabilität, die England braucht, die Großbritannien braucht, die auch Europa fasziniert, die natürlich die Deutschen vor allem fasziniert. Und ich glaube, das ist das Geheimrezept. Das Ganze mit einer Prise Shakespeare-Drama in der ganzen Restfamilie verbunden. Also jeder andere wäre schon längst durchgedreht, ne? Also keine andere Königsfamilie, nicht mal jede andere normale oder gesinnliche Familie hat ja so viele Dramen gleichzeitig erlebt wie sie. Also dieser Kontrast macht es ja nochmal erst recht grandios. Aber wahrscheinlich ist das ihre Stärke. Egal was kommt, sie bleibt die Königin. Und wahrscheinlich noch 500 Jahre länger. Alles klar, danke.